Liebe Studierende, und damit darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum Nummer 5. Teil. Nach dem 4. Teil, wo wir uns ja die Quellen im Text angeschaut haben, schauen wir uns jetzt die Quellen im Literaturverzeichnis an, denn auch da gibt es einige Fehler, die Sie getrost anderen überlassen können. Sie merken also, Teil 5 und 4 sind durchaus eng miteinander verbunden und es lohnt sich aber, hier einen genaueren Blick zu werfen. Was ist nochmal die Grundidee hinter dem Literaturverzeichnis? Es soll dort eine eindeutige Zuordnung der In-Text-Zitationen, also der Angaben im Text, erfolgen, damit man bei Bedarf an der entsprechenden Stelle dort nochmal nachlesen kann. Und auch dies habe ich wieder für Sie kategorisiert. Es gibt diesmal drei Bereiche, die wir uns anschauen wollen. Und der erste Punkt, und da merken Sie schon, wie das mit der Quellenarbeit zusammenhängt, ist die Angabe von zu wenig Literatur. Die schauen wir uns einmal an. Dazu habe ich Ihnen dieses Beispiel hier vorbereitet. Und hier sehen Sie nämlich eine Übersicht, wo es letzten Endes, wenn ich weiter nach unten gehe, im gesamten Literaturverzeichnis drei Fundstellen gibt. Trotz des Unterschieds zwischen Qualität und Quantität kann das für eine wissenschaftliche Arbeit sicherlich nicht ausreichend sein. Und hier kommt jetzt noch erschwerend hinzu, dass, und das ist, fällt natürlich auf beim Lesen einer solchen Arbeit, nur einer dieser Quellenangaben auch wirklich zitiert wurden im Text. Das heißt, die anderen beiden werden einfach mal so noch als schmückendes Beiwerk dazugegeben. An der Stelle nochmals gerne der Hinweis, ins Literaturverzeichnis gehören natürlich nur die Quellen, die auch wirklich zitiert werden und nicht die Dinge, die Sie auch noch gelesen haben. Insofern gehört dort auch nicht rein eine Quellenangabe über das Grundlagenbuch Wissenschaftliches Arbeiten, das Sie halt so als Begleitmaterial gelesen haben. Insofern hier ein sehr schönes Beispiel für eindeutig zu wenig Literatur. Ein ähnliches Beispiel sehen Sie in diesem Literaturverzeichnis. Hier sehen Sie auch noch dann schön hervorgehoben durch die Kategorisierung, die übrigens auch durchaus untypisch ist. Ich weiß aber, bei manchen wird es so gewünscht. Es gibt hier eine Buchquelle und dann folgen alles andere Internetquellen. Das ist also das deutliche Signal, so hoho. Da scheint es mit wissenschaftlicher Literatur nicht weit zu sein. Wenn wir uns jetzt die Buchquelle anschauen, dann wird hier die Seite 20 angegeben und man kann eigentlich überhaupt nicht verorten, was uns der Autor jetzt damit sagen will. Also die Buchquelle, ist das jetzt nur Seite 20? Handelt es sich möglicherweise um eine Art Herausgeberschaft? Das könnte man interpretieren durch dieses In-Horizont-Nummer. Da gibt es also eine bestimmte Publikationsreihe. Und da ist es dann auf Seite 20, also sprechen wir hier von einer einseitigen Publikation, dann wäre es aber eigentlich keine Buchquelle mehr, sondern dann wäre es ja maximal ein Buchkapitel und sich dann schon ein Buchkapitel zu nennen mit einer Seite, auch das ist natürlich irgendwie ein Stück weit grenzwert. Also da nehmen Sie einfach mit, das ist von der Literaturauswahl sicherlich überarbeitungswürdig, ohne dass wir uns jetzt die einzelnen Internetquellen anschauen können. Auf dem dritten Beispiel habe ich Ihnen hier mitgebracht, ein Leitfaden für die Praxis. Das ist natürlich sehr schön, wenn man Praxisleitfäden dort mit einbaut. Sie erkennen hoffentlich die Ironie in der Stimme. Sie schreiben eine wissenschaftliche Arbeit. Man kann dort durch Praxisliteratur verwenden, für die Grundmotivation, allerdings hier an der Stelle diesen Leitfaden für die Praxis entsprechend mitzuhaben. Sie sehen hier auch eine ungewöhnliche Durchnummerierung und die Frage, wie ist das Ganze hier eigentlich sortiert, und das geht dann im Endeffekt runter zu der Frage, wo ist die wissenschaftliche Literatur. Und wenn das dann alles ist, dann sieht man eigentlich auf einen Schlag im Literaturverzeichnis, wie weit es denn hier mit der wissenschaftlichen Literatur gegangen ist. Im nächsten Beispiel sehen Sie dann ein weiteres Extrem, hier nämlich durch die Markierung der entsprechenden URLs, Quellenverzeichnis, hier mit einem fehlenden Leerzeichen. Und Sie sehen, es besteht rein aus Internetquellen. Da ist also nichts anderes aufgenommen wurde, kann man über Spiegel natürlich diskutieren, ob das eine wissenschaftliche Quelle ist. Das andere brauchen wir uns im Detail gar nicht anzuschauen. Das sind also 100%
Internetquellen. Und auch das hat natürlich Auswirkungen auf, sagen wir mal, die Qualität des Literaturverzeichnisses und die Literatur der die Qualität der verwendeten Literatur. So, an der Stelle muss ich einmal ganz kurz das korrigieren. Wunderbar, da sind wir wieder dabei. Können wir übergehen zum zweiten Teil? Da geht es also um die Quantität als Indikator für Qualität. Da habe ich Ihnen vorbereitet, wiederum hier Literaturverzeichnis, Bücher mit einem oder mehreren Verfassern, mit verschiedenen kleinen Angaben. Wo kommen jetzt eigentlich so die Kategorien her? Hier wird der akademische Grad mit angegeben, sehr ungewöhnlich. Es handelt sich hier um eine Arbeit zu Neuromarketing. Da gibt es ja die ein oder andere Publikation dazu. Und da sehen Sie, da ist die Literaturauswahl einfach nicht adäquat. Interessant auch Beiträge in Zeitschriften oder vergleichbaren periodisch erscheinenden Veröffentlichungen. Und hier wird dann ein Interview angegeben in der Apothekenumschau. Das ist schon mehr als gewagt, um das mal vorsichtig zu formulieren. So etwas führt naturgemäß zu diesem hier dargestellten P2. Das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen. Ein weiteres interessantes Beispiel, da war ich jetzt einmal zu weit. So, sehen Sie hier, in dem Dinge angegeben werden und es wird gekennzeichnet als Herausgeberschaften und man weiß aber nicht, wer ist jetzt eigentlich Autor? Wie funktioniert es mit den Herausgeberschaften? Wir haben ja das Phänomen, dass es Autoren gibt, die schreiben einen bestimmten Buchbeitrag beispielsweise. Und dieser Buchbeitrag wird dann publiziert in einem Herausgeberband. Das heißt, es gibt Herausgeber, die die Qualitätssicherung der Buchbeiträge übernehmen. Das eine sind die Herausgeber, das andere sind die Autoren. Wie wird das richtig zitiert? Naja, natürlich über die Autoren, die einen bestimmten Beitrag in einem Herausgeberband publiziert haben. Insofern nützt es wenig, wenn man nur das Herausgeberband angibt, weil man ja dann gar nicht weiß, auf welchen Beitrag in diesem Herausgeberband man sich denn entsprechend bezieht. Insofern sollten Sie bei der Formatierung oder bei der Zusammenstellung der Informationen im Literaturverzeichnis immer eindeutig sein. Da helfen Zitationsprogramme, beispielsweise Citavi oder EndNote, um hier wirklich alle benötigten Informationen mit abzurufen, dass man da auch nichts vergisst. Und wenn Sie dann schon alle Informationen haben, dann sollten Sie die einheitlich formatieren und damit haben wir nämlich den Übergang geschaffen zum dritten und letzten Teil, wo wir uns formal Aspekte anschauen wollen. Das habe ich hier zunächst einmal vorbereitet. Wir hatten gerade schon so einen ähnlichen Fall, das hier entsprechend durchzunummerieren ist schon arg ungewöhnlich und es stellt sich auch die Frage, ob das Ganze zielführend ist, insbesondere dann, wenn man damit auf den ersten Blick natürlich möglich macht, dass es sich hier um 8 Quellen handelt. Also so etwas sieht man relativ selten und dann stellt sich einfach die Frage, warum man sich dafür entschieden hat. Sie sehen hier schon den Hinweis Sortierung, ganz eigenartig. Es fängt an mit einem Voxikon. Da kann man nochmal überlegen, ob das auch eine sinnvolle Literaturauswahl ist. Es beißt sich schon gewissermaßen mit der Überschrift. Und Sie sehen aber, die Sortierung ist gewissermaßen an der Stelle überhaupt nicht nachvollziehbar. Möglicherweise ist es einfach ein Sortierfehler, das kann gut sein, aber dann ist es halt eine Frage der Sorgfalt. Insofern sollten Sie das Literaturverzeichnis natürlich alphabetisch sortieren. Sie sehen dann im nächsten Fall die Angabe von Internetadressen und an der Stelle sozusagen möchte ich nur darauf hinweisen, das ist jetzt natürlich auch nicht so ganz geschickt gemacht, weil was geben Sie hier an? Sie geben die Internetquelle an,
als quasi Fundort, wenn Sie so wollen. Es handelt sich ja aber um eine Publikation in diesem internationalen Journal und damit ist es ja schon hinreichend genau bestimmt. Jetzt zu jedem Journalbeitrag die Internetseite anzugeben, wo Sie es gefunden haben, ist ja im Endeffekt unnötig. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Sie haben das auf den Seiten des Verlags gefunden, Sie haben das auf Bibliotheksservern gefunden, da gibt es immer eine entsprechende URL dazu. Sie haben es vielleicht über eine Google-Suche gefunden, da haben Sie also so eine ganz lange URL, die jetzt immer mit anzugeben. Gleiches gilt bei Büchern, die als E-Books verfügbar sind, die haben Sie dann wiederum auf irgendwelchen Seiten gefunden. Das ist ja nicht zielführend. Genauso wenig würden Sie ja die Signatur angeben oder in der Überspitzung den Beitrag Regal hinten links, wo Sie ein Buch gefunden haben. Das heißt, Sie sollten unterscheiden zwischen wirklichen Internetquellen, da brauchen Sie natürlich die Internetadresse, und dem Fundort von solchen Publikationen in solchen Journalen beispielsweise. Gleiches sehen Sie, wenn ich aber dann nach unten gehe, hier in dem eben schon angesprochenen Beispiel von Google Books. Dadurch signalisieren Sie ja im Endeffekt ganz eindeutig, dass Sie zwar ein Buch verwendet haben, sich das Buch aber nur auszugsweise eben bei Google Books angeschaut haben, ist vielleicht auch nicht das günstigste Signal, was Sie senden können. Im nächsten Beispiel sehen Sie eine interessante Art, etwas zu kategorisieren. Sie sehen nämlich hier Buchquellen und Dissertationen und dann kommen Internetquellen. Da lässt sich zunächst einmal die Frage aufwerfen, ob Dissertationen nicht auch Buchquellen sind. Also durchaus interessant auch von der Formatierung her, mit diesen Pfeilen mehr als ungewöhnlich, mit diesen Einrückungen. Im Endeffekt, wenn Sie sich das einmal hier in der Gesamtschau ansehen, Literatur- und Quellenverzeichnis, das macht schon einen sehr ungewöhnlichen Gesamteindruck, den Sie ja typischerweise vermeiden sollen. Das Ziel sollte also sein, dass Sie übersichtlich etwas zusammenstellen und das hat eben auch was mit der Formatierung zu tun. Das heißt, jetzt lassen wir mal die Anmerkung wissenschaftliche Literatur außen vor. Sie sehen aber, wenn Sie sich das hier anschauen, oh, da können Sie ja gar nicht mehr irgendwie etwas finden. Das ist ja komplett unübersichtlich. Es geht also nicht darum, beim Literaturverzeichnis alles mal schnell noch auf die letzte Seite zu quetschen. Hier könnte man diesen Eindruck bekommen. Es wurde genau so klein formatiert, dass es gerade so auf einer Seite passt. Das ist sicherlich nicht das Ziel des Ganzen. Sie sehen hier eine andere Art der Formatierung über diese Tabulatoren, also eine Spaltendarstellung. Die ist durchaus verbreitet. Hier lässt sich so ein bisschen die Frage stellen, ob nicht die Spaltenbreite links etwas breit gewählt ist, weil dadurch natürlich das ganze Literaturverzeichnis quasi von der Länge her aufgefächert wird, aber durchaus ein prinzipiell gangbarer Weg. Im nächsten Beispiel habe ich Ihnen noch einen gern gemachten Fehler mitgebracht. Wir hatten das gerade schon beim akademischen Grad Doktor, auch hier diese Betonung von Professor Doktor. Das ist etwas, das es typischerweise in einem Literaturverzeichnis eben nicht gibt. Und damit bringen Sie eben eigentlich zum Ausdruck, dass Sie hier die Wertigkeit dieser Publikation aufgrund des Titels und akademischen Grads eben ein Stück weit erhöhen wollen. Aber zumindest hat man das hier konsistent gemacht, soweit man das hier überblicken kann. Durch diese Fettschreibung passiert aber noch etwas anderes. Die betonen nämlich im Endeffekt so eine Art Name-Dropping und damit sind sie nah an der Argumentationslogik der Berufung auf Persönlichkeiten, auf Autoritäten. In Kombination mit diesem Professor Doktor ist das schon etwas, da sollte man drüber nachdenken, ob das das Signal ist, was man hier entsprechend senden will. Dann habe ich Ihnen hier noch ein Beispiel mitgebracht, wie man eben mit Absätzen entsprechend arbeiten kann, um das Ganze zu strukturieren. Hier findet man also sehr schnell die Publikation und das führt dann eben dazu, und das sollte doch ein Stück weit das Ziel sein, dass Sie hier so ein Häkchen bekommen. Das ist also ein übersichtliches
Literaturverzeichnis, weil man es auf den ersten Blick erfasst, vollständig dargestellt, ohne dass man da jetzt zu kleinkariert nach jedem Punkt und Komma sucht. Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Untersuchung. Und Sie haben das aber ja übersichtlich dargestellt. Genauso gut können Sie mit Tabulatoren arbeiten. Das erleichtert nochmals hier das Finden des Anfangsbuchstabens, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie in umfangreicheren Werken ja auch ein umfangreicheres Literaturverzeichnis haben, ist das durchaus eine interessante Variante. Nochmal, Sinn und Zweck von dem Literaturverzeichnis ist es dem Leser zu ermöglichen, die In-Text-Zitation, also den Hinweis, die Quellenangabe, direktes oder indirektes Zitat, eindeutig zuordnen zu können. Das habe ich am Anfang gesagt, das ist ja eindeutig, denn das, was im Literaturverzeichnis ist, muss natürlich auch an irgendeiner Stelle zitiert werden. Umgekehrt, auch diesen Fall haben wir uns angeschaut. Und wenn ich dann hier schon den Eintrag gefunden habe, ich sollte den leicht finden durch eine alphabetische Nummerierung, muss es mir eben ermöglicht werden durch eine vollständige Angabe aller notwendigen Charakteristika, dieses Werk dann eben auch entsprechend zu finden, um dort nachlesen zu können. Und das ist eben genau die Grundidee hinter einem solchen Literaturverzeichnis. Insofern hoffe ich, dass Sie auch aus diesem nunmehr fünften Teil zum Literaturverzeichnis für Ihre wissenschaftliche Arbeit etwas mitnehmen konnten und freue mich auf die weiteren Teile. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.